So, ich grüße euch. Hab schon lange kein Video mehr über Rust gemacht, beziehungsweise über Rust-Skins. Und ich muss sagen, es ist natürlich, wie jeder weiß, Weihnachten. Und dann kommen wieder diese wundervollen Weihnachtsskins, wo ich aber sagen muss, sind die jetzt so besonders? Nicht wirklich. Hier hat man immer diesen wundervollen Candy Launcher, finde ich jetzt nicht so geil. Dann haben wir hier diese Türdekoration, kostet hier 4,40 € im Store, gibt schon ab 3,77 €. Finde ich auch nicht so geil. Dann hätten wir hier einen Christmas Locker, also den finde ich schon ganz cool. 1,30 € kann man auch dafür ausgeben, so, aber mehr würde ich dafür jetzt auch nicht ausgeben. Die habe ich mir natürlich wieder gezogen. Ich liebe Garagentüren. Die leuchtet dann auch im Dunkeln so ein bisschen. Gut, die sieht jetzt ein bisschen kitschig, ein bisschen kindisch aus. Aber ich habe sie mir trotzdem mal mitgenommen. Okay, was wurde aktualisiert, ist egal. So, dann hätten wir Deluxe Christmas Lights. Damit kann man dann schön seine Haus dekorieren, aber 7 €. Alte Scheiße. Und in der Community ab 8,62 €. Vollkommen überzogen. Würde ich nie in 100 Jahren nicht ausgeben. So. Door to Fairy Tale. Die sieht noch ganz geil aus. Die könnte man sich auch noch ziehen. Also da bin ich auch noch am Überlegen. Was ist das? Eine Sheet Metal Double Door. Obwohl, da habe ich eigentlich eine ganz schöne. Evil Snowman Chestplate. Ja, die sieht ganz nice aus, gerade mit der Evil Snowman Mask, mit der Metal Mask, aber nee, Chestplates gehen immer schlecht und Metal Masks auch. So, dann hätten wir hier noch die wundervollen Girlanden für 5,25 €. Keine Ahnung, für so ein bisschen Deko ist mir das too much. Dafür müsste die Deko schon ein bisschen cooler sein, genauso wie die Giant Candy Dekor. Finde ich jetzt auch nicht so mega geil, um ehrlich zu sein. Die Gingerbread Door sieht natürlich wieder gut aus, so wie immer. Klar, insgesamt, ich sag mal, mit diesem Deko, ja, diese Deko geht, die könnte ich mir auch noch ziehen für 1,75 €. Die Gingerbread S.A.R., na gut, die lasse ich jetzt einfach mal weg. So toll finde ich die nun wirklich nicht. Dann hätten wir hier den Mr. Gingerbread, den Ofen, den Furnace. Sieht so ganz nice aus, aber ist jetzt nicht so mein Style. Ich stehe mehr so auf Totenkopfteile. Das Rudolph Skull Mask, also die bin ich am Überlegen. Die könnte man sich eigentlich kaufen, weil die finde ich nice. Die werde ich auch direkt mal in den Warenkorb legen. Einkauf fortsetzen. Die 90 Cent ist es mir wert. Dann hätten wir hier noch den Santa Beard. Der Bart ist cool, aber ohne Scheiß. 4,40 € für einen Bart. Für einen Bartskin, Scheiße. Nee, auf keinsten. Gebe ich in 100 Jahren nicht aus. Der sieht ganz nice aus, weil er im Dunkeln leuchtet. Aber ich habe definitiv einen schöneren und den brauche ich nicht. Das stell. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann mal, dass man damit Gewinn einfährt. Okay, das Ding ist jetzt schon günstiger geworden. Die Snow Machine habe ich mir mal geholt, weil die finde ich eigentlich so ganz geil, weil ich ja Trapbasen baue und da kann man unter dem Schnee schön dann seine Bärenfallen verstecken. Das finde ich schon ganz nice. Also das Teil habe ich mir mal gezogen. Der Snowman sieht ja ganz gut aus. Aber 4,40 €, never ever, never ever, wirklich. Und die Tiny Box, Toy Box meinte ich, die ist auch schön, die hat sich ein Kollege von mir geholt, die leuchtet auch schön im Dunkeln, die sieht ganz nice aus, könnte man sich ziehen, werde ich mir vielleicht auch noch ziehen, weiß ich noch nicht so genau, aber muss man schauen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, schönen Tag noch, bis denn dann, upsala.